Radiant Team Band. So, Moment. Hallo und herzlich willkommen zu John Doe League Season 3 Division 6 und Germany 1. Das Spiel Snack Boys gegen Schönes Ding. Nach nun 37 Minuten Verzögerung durch Snack Boys. Morgen, nachmittags um 14 Uhr, dann noch 37 Minuten Verspätung, beginnt jetzt doch das erste Spiel. Und alles ist durcheinander und irgendwie ist da noch jemand in der Lobby drin, der eigentlich nicht in die Lobby soll. Und ach, alles ist komisch. Ein bisschen blöd. Aber egal. Wir sind jetzt hier und ja, hier und hier. Wir haben Schönes Ding, Band Doom Mirana und Snack Boys Lycan Brewmaster, nichts Besonderes, picken den Void hier. Und Schönes Ding wird Konter mit einem Scarlet Mage und einem Tidehunter. Woraufhin Snack Boys den Shadow Shaman picken werden. So much for that. Na komm, enttäuscht mich nicht. Naja. Jo, ist ein bisschen spät jetzt hier und alles ist irgendwie scheiße und eigentlich. Ja, 37 Minuten Verzögerung, 37 Minuten Lobby warten ist halt richtig übel. Aber kann man nichts ändern. Mal schauen, ob Schönes Ding jetzt quasi das jetzt zweites Game sieht und erstes Game als Deathwind sieht. Sieht nicht so aus. Ich muss eigentlich schon 20 Minuten weg. Und muss dann gucken, ob das zweite Spiel hier noch auf dem Kanal weiterläuft oder ob es dann als YouTube-Video im Rebroadcast nachgeliefert wird, beziehungsweise auch nicht. Weiß ich noch nicht, sehen wir dann, je nachdem wie es aussieht. Schönes Ding pickt hier den Shadow Shaman, anstatt den Snack Boys zu geben, wobei Snack Boys jetzt den Tidehunter als Option haben und meiner Meinung nach ihn noch picken sollten. Da es jetzt nicht viel gibt, es würde noch eine Krobelus vielleicht drin sein als Option, aber viel mehr gibt es jetzt nicht, was man da noch hin und her switchen könnte. Und mit dem First Pick Faces Void sollte es da auch keine Überraschungen geben, was da, ja, das unbedingt jetzt was Besonderes wird, denn der Void Pick steht schon sehr stark im Meta, wo der Titan, der jetzt auch gerade drin ist. So, schon mal gerade hier Sound in Desktop aktivieren und hoffentlich ist es dann im Broadcast drin. Tinker! Okay, dann scheint es wohl sowieso ein Remake zu geben nach dem Spiel hier, weil irgendjemand in der Lobby ist, den niemand kennt. Und das ist halt scheiße, weil der hat keine Verzögerung, könnte cheaten und so weiter und so fort. Dumm gelaufen. Aber das Passwort war wohl ein bisschen offensichtlich. Oder halt keine Ahnung. Gut, Tinker hier von Snack Boys. Doch kein Tidehunter. Und Faces Void Tinker ist auch eine schöne Kombination. Weil dadurch, dass sie den Scarlet Mage nicht bekommen haben, brauchen sie irgendjemanden, der von außerhalb in die Chrono reinballern kann. Und Tinker mit Rockets und Laser ist da. Außerdem mit einem March, der dann zur Zeit reinlaufen kann in der Zeit, wo die Chrono an ist. Gibt es da schlechtere Optionen als ein Tinker? Und ohne Scarif Mage wäre halt ein Invoker noch drin. Aber, ja. Sie wollen mit dem Tinker gehen. Da könnte das hier sehr interessant werden. Viper ist der nächste Pick. Bam, natürlich. Und hier werden wir einen Witch Doctor für die Chrono sehen und vielleicht den Invoker. Außerdem könnte. Oh, die Bam, oh, ist auch selten. Außerdem könnten wir jetzt hier noch einen Dingens sehen: einen Razor Pickup von Schönes Ding. Da sie First Pick haben, wäre das gegen Festes Void auf jeden Fall eine gute Idee. Und gegen Tinker, ja, wahrscheinlich auch. Ist jetzt nicht der Beste in der Mitte gegen Tinker, aber sowas wie Aggressive zu gehen und dann den Razor gegen den Void Offlane zu stellen, wäre eine der besseren Situationen, weil Void sieht absolut kein Licht gegen einen Razor. Ich nehme auch ein schönes Ding, überlegt sich jetzt auch, was sie bannen könnten. Was könnten sie bannen? Void. Ja, sie könnten den Invoker bannen. Sie könnten auch irgendwas auf jeden Fall Late Gameiges ziehen, wie ein Skeleton King. Da Snack Boys hier schon die Option haben, mit Late Game zu gehen. Mit Void und Tinker. Tinker kann sehr leicht, sehr lange aushalten.
Weg der Razor Pick, aber es wird ein Titan-Hunter-Ban, was zumindest jetzt Snake Boys verhindert, da zu viel Teamfight zu haben. Wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Jo. Snake Boys haben hier Lich. Okay. Also starke Lanes. Hauptsächlich. Lich kann man. Ja, da wird Akro-Try ein bisschen schwieriger, weil auf jeden Fall, wenn nichts passiert, wird sich das Momentum auf jeden Fall positiv für Snake Boys auswirken. Und die Erfahrung und der Farm wird sich dahingehend ja, für Snake Boy positiv auswirken. Allerdings kann jetzt Lich auch nicht so viel machen, wenn ein schönes Ding ultra-aggressive ist auf eine Akro-Try. Und daher, wenn sie irgendwas Aggressives picken, dann könnte das eine Akro-Try werden. Das sieht man jetzt bei dem nächsten Pick. Kann alles Mögliche sein. Nix Assassin. Wir hätten was anderes. Schön gegen den Tinker. Und im Prinzip auch für den Lich, weil es ist halt auch Free Gold. Wenn der halt mal so rumläuft. Wird wohl auf der Offlane gespielt werden oder in der Mitte. Allerdings weiß ich nicht in der Mitte, ob es da so sinnvoll ist. Klar kann der Nix in dem Sinne was machen. Die Frage ist halt nur, ob er die Last Hits bekommt, um Levels zu bekommen. Und Tinker kann halt relativ einfach ausharrissen. Muss man halt sehen. Aber wahrscheinlich wird das eher eine Offlane. Gegen Lich. Ja. Bisher ist die Offlane noch nicht so scary, aber wir haben ja doch nichts von der Trilane gesehen. Von der Safe Trilane von Snake Boys, wenn sie das denn tun wollen. Mit Lich sind immer Dual Lanes möglich. Aber ich weiß nicht, mit Void muss es nicht unbedingt sein. So, Weaver Lich, ja. Da ist halt die Frage, ob sie das vielleicht noch. Jetzt einen Weaver picken. Keine Ahnung. Es scheint mir eher so ein stabileres Lineup zu sein und vielleicht irgendwie was von den üblicheren Supports zu nehmen. Sei es einen Lion Batrider kommt hier wieder in den Pool. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Komischerweise. Batrider Offlane, Festus Void Safe Lane oder Batrider Jungle? Wahrscheinlich eher nicht. Ein bisschen greedy, auch gegen Nyx und so. Sehr viel Control hier von Snake Boys. Batrider Lasso, die Chrono. Alles in allem hat der Tinker, der den Damage macht. Und ein Lich, der zumindest verhindert, dass sie zu nahe kommen. Außerdem mit der Void sowieso. Könnte ziemlich gut da funktionieren. Wenn der Batrider halt die Initiation gut hinbekommt. Nyx Assassin ist jetzt nicht der einfachste für den Batrider. Denn das bei Carapace in das Firefly rein ist natürlich immer ein garantiertes Stun. Ja, wenn es zeitlich gut passiert, dann auch einen Lasso unterbrechen könnte. Sand King wird hier gebannt. Würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen, weil Batrider Protestacks und Sand King auch. Und vielleicht sollten sie da nicht zu viele Leute picken. Außerdem der Tinker halt auch, der die Stacks braucht. Also drei Leute, die Stacks im Wald brauchen. Hätten sie nicht hinbekommen, von daher wäre, glaube ich, der Sand King-Bann unnötig gewesen. Aber gut. Was wird kommen? Irgendein Support. Also entweder halt einen Dazzle für Sustain. Oder. Dazzle könnte ich mir gut vorstellen, weil schönes Ding sehr viel Burst hat. Mit dem Scarath Mage, mit den Wards Aethershock und Razor. Außerdem dem Nyx. Morphling für ein schönes Ding als Carry. Wahrscheinlich auf der Safe Lane. Sehr wahrscheinlich auf der Safe Lane. Ja, haben sie auf jeden Fall die Chance, jetzt ein bisschen ins Late Game reinzugehen. Und Undying von Snake Boys, okay. Das ist. Na gut, Support Undying. Falls sie aggressive gehen, vielleicht. Aber mit dem Morphling ist, glaube ich. Ja, Morphling Mitte, Razor Offlane. Würde gehen. Aber, okay.
Nun gut, sollte aber hier ein Rematch geben, wegen unbekannten Menschen in der Lobby. Und ja, gut. Aber Undying, okay. Ich weiß ja nicht, wie das funktionieren würde, aber ja, Zombies, aber in der Chrono... Ja, Tinker schießt alles in die Chrono rein und dann ist einer tot und dann hoffentlich mit Undying, mit Heal, Lich und sehr viel Control. Außerdem, dass sie wegen Undying-Zombies nicht vom Lich-Ulti wegkaufen können, könnte funktionieren. Andererseits haben SD natürlich auch mit einem Lineup relativ viel, was bursten kann. Ja, dann mal schauen, ob der hier... Prepare for battle. Ob dann hier einfach weitergemacht wird. Ja, in-game ist kein Ton da. Daher muss ich wohl mal kurz. Okay. Kurz neu starten. Weil kein Ton. Na gut. Geht schon fast weiter. Alles ein bisschen durcheinander, alles ein bisschen durcheinander. So, jetzt auch mit Ingame-Ton. Okay. Ja. Moment, ist die Pause nicht für mich. Sollte hier nicht. Egal. Na, vielleicht war es nur so eine Pause, die ich nicht gesehen habe. Na gut, also, wir haben auf der Seite von Snack Boys haben wir einen, der schon relativ weit in der Mitte ist. Den Undying. Busta Rhymes auf der Undying, die wahrscheinlich Support gehen wird. I Love Cookies auf dem Tinker Midlane. Wohl wahrscheinlich der Damage Dealer. I can make you famous on Dota Buff, please do it. Batrider, Proximo auf dem Support-Lich und Bloodcheck auf dem Faces Void, der wahrscheinlich wohl farmen wird. Auf Seiten von SD haben wir Scaredfish in der Mitte auf dem Razor, Akul als Farmer auf dem Morphling, Foxer und Birdman als als Shadow Shaman, Skyrith Mage respectively und zu allerletzt Silence Olavit auf dem Nyx Assassin Offlane. Und wie das scheinen wird, wird das ein Jungle Pet Rider. Wait, nee, okay, Undying Offlane. Mit einem Licht, der halt da ein bisschen hilft, der nicht die Mitte denied, okay. Und er kriegt hier auch tatsächlich einen guten Block hin. Also, sehr schöne Mitte hier. Love Cookies weiß, was er tut. Der Block. Scaredfish verkackt den Block auch nicht, aber der Block von I Love Cookies wird wohl besser sein vom Tinker. Pet Rider Jungle. Und Solo Lane Faces Void, ja gut, ne? So oder so. Wird hier jetzt erstes auch das Camp geblockt für den Tinker. Und, jo. Mal gespannt, was hier sonst noch so passiert. Ob schönes Ding das merkt und sehr schnell aggressiv wird, oder. Hat hier Sticky Napalm als erstes. Und wird das Ding direkt farmen, oder was genau will er hier tun? Ich kenne die Art von Jungle noch nicht so ganz. Höchstens ist das hier doch sehr aggressiv direkt gegen den Faces Void. Okay, snackt sich als erstes hier direkt den einen. Muss ich aber hier, ja doch, okay, dann kitet er sich hier die Erfahrung zusammen. Ich weiß nicht, inwieweit das funktioniert. Natürlich hat er sehr viele Stacks da drauf. Aber naja, klar, hier oben ist es auch interessant, aber naja. Es ist Sticky Map als erstes 9 Stacks, okay, das geht relativ gut. Und mit den Tangos scheint er da das doch ganz gut zu überleben. Das Problem ist jetzt mit den Skeletten natürlich, die ihn wahrscheinlich... Keine Ahnung, das ist komisch. Sehen die hier in der Mitte ein bisschen... Okay, damit ist der Stack hier weg. Das wird wohl kein guter Jungle. Guck
gucken, ob er hier nicht stirbt. Sollte er eigentlich nicht tun. Auf jeden Fall dürfte er sich dabei ein bisschen ärgern. Klar, die Skelette kommen und damit hätte er vielleicht jetzt erst den großen fokussen sollen. Ich weiß nicht, wie er das mit dem Sticky Napalm vorhat. Aber mit einer Firefly wäre das easy. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich verklickt und dann musste er das machen. Andererseits hätte er auch einfach hier pullen können und sich dann eine Level 2 holen können. Anyway. Mistakes were made. Tinker Midlane. 9:3 gegen 4:1. Tinker scheint erstmal die Mitte relativ gut zu haben. Vielleicht ist hier den noch nicht ganz wach. Vielleicht ist der Tinker auch verdammt gut. Jetzt kommt der Link raus, ja. Level 2, 72, 84 Damage. Kann jetzt erstmal den 98 Damage einen vollen Link rausgezogen. Hat hier erstmal für ein paar Sekunden Ruhe. Aber währenddessen holt sich Tinker von unten Ring in Rune und ist fein. Sehr schön, auch 2 Minuten schon Bottle. Und Tinker läuft, geht es sehr, sehr, sehr gut. Muss man dazu sagen. Die Trainerin oben von Schönes Ding scheint erstmal nicht so viel zu haben. Der Ward wurde hier gestellt. Schönes Ding, mal gucken, ob sie das gemerkt haben. Unten auf der Offlane sieht es sich relativ gut, aber ja, relativ even aufs 11-11. Ja, 11:10 jetzt hier. Ist relativ even. Und der March hält hier den Razor auch relativ gut raus. Sorgt auf jeden Fall für gute Last Hits für den Tinker, aber trotzdem ist es auch hier even. Auf der Toplane wird man halt sehen, was passiert, ob Snackboys hier jemanden einzeln finden, wie gerade diesen Foxer. Und den, ja, mit den Stone müssen sie halt jetzt gehen, aber es könnte ein First Blood sein. Es sollte ein First Blood sein mit den Zombies. Okay, sie haben ihn gerade so bekommen. Foxer kommt hier mit 10 Leben weg und versuchen jetzt hier zu turnen. Allerdings steht der Stone halt immer noch da und sie können halt immer noch weitermachen. Jetzt Cooldown weg. Also jetzt ist der Tombstone weg. Und ja, bisschen Mana gegen fast zwei tote schönes Ding, Leute. Da sieht man, was die Offlane hier machen kann. Anderen gegen die Trailer ist natürlich immer hart und wenn Lich noch dabei ist, ist es halt relativ aggressiv sogar. Ja, Nyx Void ist immer noch even. Prinzipiell sind alle Lanes even. Sehr schön zu sehen. Klar farmt hier Akul auf dem Morphling ein bisschen mehr als die Undying. Ein bisschen mehr meine ich, ja. Der Morphling farmt in die Undying nicht. Was ich halt jetzt ein bisschen ändern kann. Aber natürlich hat der Licht auch noch. Der Licht farmt tatsächlich 9 Last Hits. Aber es ist natürlich auch einfacher zu Last Hitten damit. Hier wird gesmoked. Bitter wurde jetzt entdeckt. Aber der Undying wurde da gecatcht. Da müssen sie aufpassen. Und First Blood für den Scareth Mage tatsächlich. Der irgendwie da noch den Last-Hit bekommen hatte. Ja, Undying war out of position, ist da runtergegangen und dann ist natürlich einfach hier gefolgt worden. Sie wollten die Mitte smoken, was nicht hätte funktionieren können, weil zu dem Zeitpunkt ist hier unten die Rune holen gegangen, der Tinker. Von daher war das tatsächlich Glück für SD, dass sie da noch einen Undying gefunden hatte, der wohl die Rune checken wollte. Und dann gesehen hat, ups, ja, wir sind ein paar. Aber SD versucht erneut die Mitte. Snackboys haben hier keine Wards. Von daher mit einem Wraparound könnte das was werden. Oder sie versuchen halt unten den Void zu ganken, dass es sich zurück musste, sich eine Salbe holen musste. Weil hier Science of Love auf dem Nyx Assassin den relativ low gehalten hat. Schön gemacht, habe ich nicht gesehen. Aber auf jeden Fall holt er sich jetzt erstmal ein bisschen Vorsprung, hat aber auch keine Regen mehr. Und ist relativ low, ist zwar noch nicht Level 6 hier. Aber da könnte was passieren. Schönes Ding hingegen. Macht hier den Go. Ich muss gerade gucken, Batrider ist jetzt Level 2 nach 5 Minuten, das läuft ja nicht so gut. Hat wie viele Stacks? Keinen? Was macht der da im Dschungel? Okay, schönes Ding, versucht hier den Gank. Void ist Level 6 geworden. Daher muss der Silencer hier beginnen. Also, andererseits könnte der Void auch gleich hier einen Go machen. Die Frage ist, ob sie das baiten wollen. Einfach hier Chrono baiten und dann passt es. Oder ob sie da doch Go machen wollen. Trench, so wird die Chrono kommen, sobald hier unter Tower Range ist. Ich hätte so erwartet. Mal schauen, wann schönes Ding hier Go macht. Und wie der Void damit klarkommt in dem Sinne. Keine Ultis. Jetzt, okay, geht's los. Die Silence ist raus, es ist halt relativ fischig. Okay, die Shackles sind da. Schön executed. Und hat auch sicher das gemacht, dass gar nicht keine Chance für die Krone war. Oben wird jetzt. Wow, was ist das denn hier für ein. Stick Charges dürfte ihn. Ja, Stick Charges haben ihn gerettet, sodass er Strength morphen kann. Sehr, sehr knapp, aber. Level 3 Frost Blast macht einen abartigen Damage.
Und Morphling muss jetzt hier, glaube ich, warten, bis seine Supports wieder da sind. Batrider hat eine Nimbus-Rune gefunden. Da könnten sie was machen, allerdings auf Level 3. 2 Punkte Firefly ist natürlich da, aber... Ja, gut, okay. Wird jetzt hier gestunt. Und sollte nicht wegkommen. Wird jetzt hier einfach... Oh, muss da die Krone rausbaiten. Immerhin schön gemacht. Die Krone rausgebaitet für das TP. Da einfach der Void keine Bashes hinbekommen hat. Sehr bitter für ihn, obwohl er 2 Punkte in Timelock hat. Und nichts im Backtrack. Der Tinker wird jetzt im Mitte gefunden. Ist der Damage da? Der Damage dürfte reichen, ja. 1:3 für schönes Ding. Von unten noch einfach noch in die Mitte tippiert. Haben tatsächlich noch relativ viel Damage bekommen. Und die TPs kamen leider hier zu spät für Snakeboys. Hätten aber auch nicht so viel gebracht, weil Snakeboys haben bis zum Midgame noch relativ wenig Control. Wir haben 4 Slows. Aber wenn der Batrider erst sein Lasso relativ spät bekommt, nachdem es hier aussieht, 7 Minuten Level 4 im Jungle, ist nicht so gut. Ja, Kronos hat jetzt da dabei am Anfang noch einen relativ hohen Cooldown und das war's eigentlich mit der Kontrolle. Da haben schönes Ding sowohl mehr Burst Damage als auch mehr Control erstmal. Ja, der Shadow Charm natürlich auch im Early Game schon eine relativ abartige Anzahl an Control rausbringt. Jo. Mal schauen, 1:3, wie gesagt. 1:3, ja. Genau, hier schöne Bodyblocks, einfach zu warten. Weil prinzipiell, ja, prinzipiell will er seinen Vendetta nicht dafür benutzen, weil die Chance auf Backtrack ist natürlich hoch. Andererseits, ja gut, Level 1 jetzt hier. Bis kurz vorher keinen Punkt im Backtrack genommen. Tinker hat auch noch keinen Stack. Ja. Batrider auch nicht. Oh, der Licht ist hier vielleicht zu weit vorne, aber durch den Slow hier vielleicht. Slow ist noch draußen. Ja. Oh, Licht-Ulti, Licht-Ulti. Wow, Double Kill. Oh, get wrecked. Ups, ja. Ich glaube, ups beschreibt das so hauptsächlich. Oh, Mann. Das war nix. Schön gemacht hier vom Lich, einfach turnen und vollkommenes Get Wrecked. Schönes Ding musste es so machen, sie hätten sonst keinen Damage gehabt, um zu töten. Allerdings war natürlich gerade da das Turn jetzt zu Ende. Ja. Dumm gelaufen, aber ein schönes 3-3 hier auf dem Board. Mistakes were made, ohne Zweifel. Und ja. Gut, Lasted seht ihr hier. Schönes Ding ist mit den drei Farmern relativ weit oben, nur der Tinker kann da noch mithalten. Selbst, ja, Void und Batrider. Batriders sind halt relativ wenig wert, weil es doch viele Level 1 Camps im Dschungel sind. Sehen wir hier im Networth. Networth sind die tatsächlich even. Aber, na gut. Void hat jetzt wieder eine Krone. Und kann sie ja natürlich solo killen, kann er hier den nicht. Außerdem wartet der Nexus Assassin wahrscheinlich nur auf die Animation, um rechts bei Carapace zu machen. 2 Sekunden lang. Ja. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass es halt mit dem Harris halt auch ohne Vendetta-Hits. Einfach konstant Harrison und den halt so aus der Lane rasten. Die zweite, wahrscheinlich dritte, da muss der hier schon nehmen. Und auf jeden Fall. Schön dieses 1-1 im Ledge-Up, was halt in Lassets eigentlich wirklich even ist. Nexus Assassin scheint das relativ gut zu gewinnen. Aber halt auch so. Schön hier zu sehen. Auf der Top-Lane. Beide Teams versuchen halt so ein bisschen irgendwas zu reißen. Aber so richtig passiert hier nichts. Kiten sich halt hier nur ein bisschen raus. Jetzt gehen sie rein. Boxer ist hier sehr aggressiv. Oh, dann kommt ja auch wieder schon mit relativ wenig Leben weg. Und kriegen hier 2 Kills, dadurch, dass sie halt relativ stark gesandwiched waren. Halt hier unten und hier oben war halt da, da und hier. Haben halt hier sich ein bisschen gekitet, bis der Razor aus der Mitte kam und den nötigen Damage gebracht hat, um das Ganze zu machen. Jetzt doch Triple Stack, der sich... Das ist ein Quad-Stack, oder? 1, 2, 3... Ah, Triple Stack. Okay, musste der Tinker sich aber selber machen. Batrider hat hier nichts übrig gelassen, sollte in dem Sinne auch nicht. Aber 11 Minuten, 1000 Gold im Jungle, das ist natürlich nicht so toll. Und Morphling tötet Undying auf der Top-Lane. Whoops, Alter. Nicht gesehen.
Aber klar, Damage hat er. Tombstone wurde gesetzt, aber hat natürlich nichts gemacht. Wuppsala! Muss ja morphen. Morpht um sein Leben und schafft es dann noch zu morphen. Allerdings sollte er vielleicht nicht turnen, weil der nächste Frostblast dürfte ihn umbringen. Okay. Ja. Das sind 350 Damage. Wups, Tinker stirbt hier gegen den Razor, der ihn einfach totjuckt. Das Problem ist halt, Battle ist Level 6, hat aber keinen Mana und konnte einfach nur hinterherlaufen und zugucken. Das ist dumm gelaufen und Snackboys beginnt hier so langsam das Spiel aus der Hand zu geben. Was müssen sie tun? Prinzipiell brauchen sie halt den Blink auf dem Battrider, ja. Und noch keine Boots of Travel auf dem Tinker, der jetzt schon mit dem zweiten Tod ein bisschen zurückfällt. Ich glaube, Batrider sollte einfach die... Ja, Batrider sollte den Dschungel erstmal aufsehen, sollte jetzt denken, Tinker, Boots of Travel und dann direkt, keine Ahnung, Lich sollte in den Dschungel gehen und für den Batrider stacken. Dass der Batrider dann irgendwie irgendwann wenigstens noch beginnt, das zu geben. Nyx ist jetzt hier relativ weit drin. Ich weiß nicht, was er versucht hier zu tun. Er weiß, dass Krone noch down ist, anscheinend. Und jetzt sind sie, glaube ich, zu weit drin. Krone ist gleich wieder da. Versuchen ihn in Anlenk zu bursten. Könnten sie schaffen. Schaffen sie hier. Jetzt kommt der Void. Ja, der Void kann nicht reinspringen. Hat noch ein bisschen Cooldown. Hat aber jetzt hier die Krone. Wenn er wüsste, dass sie alle im Jungle sind, könnte er hier einen easy Double Kill bekommen. Wartet hier wahrscheinlich auf eine Rotation. Batrider kommt nicht. Vielleicht TP't noch jemand rein und dann kann er reinspringen. Auf jeden Fall ist schönes Ding hier relativ low und sind da doch ein bisschen greedy, muss man sagen. Scareth Mage, Birdman versucht vielleicht, denkt vielleicht, er ist schnell genug mit dem Silence, glaube ich aber nicht, dass er das schafft. Undying läuft zu Fuß, das sollte einen toten Tower geben. Wenn jetzt kein TP kommt, und ich glaube nicht, dass sie bereit sind, einen TP zu haben. Okay, TP kommt doch rein, vom Tinker. Wird direkt von dem Nyx geburstet. Und nicht mal... Ah, okay. Hat er sich dann doch entschieden für den Aether Shock. Der Shackle hätte tatsächlich den Scareth Mage gesaved und hätte eventuell den Void noch umbringen können. Damit haben sie den Tower verloren. Haben jetzt hier 2-1 getradet. Nyx Assassin ist hinten noch gegen den Dying gestorben. Hat aber den Tinker bekommen. War also von seiner Sicht aus wahrscheinlich wert, aber generell war das auf jeden Fall was, wo an der Hand Snackboys zurückkommen könnten. Denn den Dai ist viel wert. Ja, die Nai ist viel wert und 1-2 getradet. Tinker ist natürlich relativ übel. 1100 Gold jetzt hier. Kein Reliable Gold. Von daher könnte das noch weiterhin verlieren, wenn er da weiterhin kommen muss. Und das Problem ist, wenn SD jetzt weiter Druck macht, muss er die Tower verteidigen. Der Tinker. Das ist so ziemlich... Der Tinker ist leider der einzige gerade, der online ist, neben dem Lich. Wobei der Lich mit dem Mecha jetzt eigentlich auch Objective-Based Dota spielen kann. Und nicht irgendwo farmen muss. Dann haben sie jetzt mit dem Lich und dem Tinker immerhin zwei Helden, die online sind. Das Problem ist halt, SD hat eigentlich jeden, der online ist. Offlane kann fighten, farmt jetzt erstmal noch, hat jetzt seinen Ultimate Orb auch ready. Für die Linkins. Und ja, Void stirbt unten gegen ein Silence. Und Vendetta-Kombo. Und Ulti natürlich. Hätte doch relativ starke Kombo mit dem Nyx, der den Damage bringt und den nötigen Stun, um den Scareth Mage Damage auch reinzubringen. Außerdem halt, Silence ist auch was Nyx Assassin gefällt. Weil er auch 80 Base Damage ist, auch mit dem Orb of Venom zusammen nicht zu unterschätzen. Ja, Scareth Mage Dings. Scareth Mage Nyx Assassin, doch relativ cool. Wenn man den Void Offlane nicht bekommt, kann man das mit dem Nyx machen. SD guckt, ich sehe, dass sie einen Mitteltower bekommen. Keiner zum Denyen da. Okay. Mitteltower bekommen. Den Wards. Scareth Mage ist hier relativ weit drin. Versucht hier einen Tinker zu bekommen. Hat aber keine... Hat Vision hier. Und tradet relativ gut für SD hier. Allerdings, Undying kriegt hier noch den letzten Hit. 216 Damage. Das überlebt auch keine Undying. 6-12 auf dem Board für SD. Doppelt so viele Kills jetzt. Sechs Boys hatten mit der Engagement unten doch ein bisschen aufgeholt gehabt, aber jetzt sieht's, ja, jetzt geben sie es wieder so ein bisschen aus der Hand. War ein bisschen schwierig, war noch ein bisschen zu weit vorne und SD, es steht wirklich sehr aggressiv. Sie wissen halt, dass sie gerade den Vorsprung haben und dass doch ein paar Squishies dabei sind. Besonders der Shadow Sham und Scareth Mage sind jedoch relativ aggressiv. Ja, ja, Lich scheint wohl hier der richtige Farmer zu sein. Auf der Top-Lane und farmt sich hier... Jo. Farmt.
Andererseits, ja, er hätte jetzt denken können. Batra hat jetzt einen Blink. 16 Minuten Blink. Gut, es gibt Schlimmeres, ja. Smog wurde hier revealed. Sie wissen, dass sie da sind. Sie wissen, dass sie verteidigen wollen. Und direkt hier ein Go. Oh, und direkt den Hex. Das sollte uns helfen, aber Foxer sollte da nicht wegkommen. Schöne Krone auf 2 dann doch noch. SD versucht hier durchzulaufen. Nee, gibt für die Leute über. Razor kommt noch rein, versucht ein bisschen Damage zu machen, aber muss jetzt hier auch weglaufen. Sie können chasen. Und Lasso wurde noch nicht benutzt. Ja, stimmt. Von daher ist jetzt so Razor. Relativ stark in der Bredouille. Schön, dass dann auf 3. Die Frage ist, kriegen den Razor nicht tot? Zieht jetzt hier aus den Ulti ran. Regen Rune ran und es wird geturnt. Alles ist hier von Snake Boys aus, aber Snake Boys gehen zurück. Die Frage ist, ob SD chasen kann. Oh, schön erstmal den Carapace, aber niemand kommt hinterher nach. Da ist der nächste zu weit vorne und der Rest von SD folgt nicht. Und 2-1 hier für Snake Boys. Schön gemacht, aber halt auch ein bisschen zu weit vorne. In dem Sinne, SD wusste hier, sie kommen daher, sie wissen, dass hier jemand ist und sind trotzdem hier hingegangen, wo die Vision war. Da sind natürlich hier alle Leute zurückgekommen und haben sie getötet. Sie waren halt hier zum einen hier und hier. Waren sie gesplittet und Snake Boys haben sie halt mit ihrer Phalanx quasi voll angegangen. Positioning-Fehler hier von SD. Sie wollten niemanden finden, aber dadurch, dass sie jemanden gefunden hatten, haben sie dann doch overextended. So. Also, wir können mal Grafen aufmachen. Aber ja, SD ist mit 4K und 6K Gold. Es sind halt die Tower. Und viel mehr. Es ist halt quasi ein 2-3000er Advantage für SD hier. Was aber auch teilweise wegen dem miserablen Dschungel vom Batrider ist und halt durch den Kills, die vorne sind. Da wird man jetzt sehen, wie das Midgame ist. Wir sehen halt hier, dass Snake Boys doch relativ viel machen können. Jetzt sie versucht sich im Ganken. Und mal schauen, wie das hier so läuft. Aber ja, Void kann jetzt hier einfach wegspringen. Hat aber kein TP, also muss laufen. Vielleicht hat SD das gesehen. Hat auch eine Chrono. Und sollte sie jetzt vielleicht machen. Okay, springt einfach nochmal hier weg. Und man hat keine Vision. Sie hätten das Plasmafeld benutzen können. Der Punkt ist aber, sie haben keinen Stun und damit wurde es hier gemacht. Meanwhile, der Morphling chased sie sich gerade so weg. Wird hier geturnt, dann nur auf einen. Und lichert auch nicht mehr so viel. Okay, wird dann hier doch die Vendetta auf den Undying gebratzelt. Da mehr nicht möglich ist. Nix hat hier geguckt, aber vielleicht mehr bekommt. Aber zu zweit mit dem Morphling, der wegtippen musste. Haben sie sich dann doch lieber gedacht, okay, wir sind nur mal sicher, Vendetta hält da drauf. Wir nehmen uns einen Kill, der so wie es aussah hier, wurde halt gechased. Der Morphling entkam gerade, von daher war das ein Turn von SD und einen Kill daraus zu nehmen war auf jeden Fall hier positiv für SD. Außerdem, der Morphling ist noch nicht gestorben, 92 Last Hits, ist nicht die Welt, aber noch nicht gestorben und höchster Farmer und höchstes Net Worth. Ist natürlich erstmal schön für SD. Besonders wenn jetzt hier die Shotgun rauskommt, sollte es spätestens dann ein Item-Timing werden, an der Hand SD auf jeden Fall snowballen kann. Nichtsdestotrotz, wir müssen immer aufpassen, weil eine Chrono und Lich-Ulti in einem March of the Machines mit dem Tinker-Damage sollte immer relativ tödlich werden, egal was sie erstmal haben in den nächsten paar Minuten. Jo, Tinker hat jetzt auch so seine Boots, ist schon ein bisschen länger her. Und das wurde Tinker das. Batrider Forstaff dauert noch ein bisschen, wenn er nicht im Kurier ist. Nein, ist nicht im Kurier. Mom für den Faceless Void ist auch schon relativ weit zurück. Sie ist hier im Networth. Void ist an Position 6. Geht noch. Aber es war natürlich auch ein farmender Solo-Lane Void. Okay, Smoke für SD. Auf den Tinker, der noch keinen Blink hat und damit relativ tot. Sehen Sie es nicht? Ah, Sie sehen es nicht. Okay. Sollte hier relativ tot sein? Ja, okay, mit dem. Das Ulti wäre vielleicht nicht möglich gewesen, aber wichtiger Kill hier für SDE. Auf jeden Fall
sehr, sehr wichtig, hier den Tinker rauszuholen. Und es ermöglicht ihnen wahrscheinlich, den Tower zu pushen. Nyx ist halt hier hinten mit der Vendetta. Hatte noch eigentlich noch ein bisschen Zeit genommen. Denkt aber hier, dass er den Licht alleine kriegen kann. Schafft er nicht. Zu greedy vom Nyx Assassin, der jetzt hier in der Hinterhand getötet. Er kommt tatsächlich weg. Wollen sie nicht overextenden. Aber sie hatten noch ein bisschen Zeit, bis SD da den Tower laufen kann. Ja. Warum will SD jetzt hier nicht turnen? Der Nyx Assassin steht hier richtig und hat so ein bisschen das Problem, dass er gerade hinter dem Tower angegriffen wird, weil SD es irgendwie vermisst, da gerade hinterher zu laufen. Da hätten sie wesentlich mehr machen können, hätten vielleicht sogar, ja, sie hätten mindestens 2-3 Kills bekommen und den T2 Tower hätten sie toten bekommen. Whoops, Tinker, da hätte er vielleicht nicht kommen wollen. Das war Feed. Nicht unbedingt. Schöner Flame. Schöner Flame. Das Mecha kommt genau zur Zeit. Das war ein richtig, richtig schöner Flamebreak, ja, schon Flamebreak. Schöne Flamebreak hier. TP abgebrochen und beinahe sogar den Nyx Assassin getötet. Festvolt pusht hier unten. Den killt 1 Tower, ist aber sehr, sehr langsam damit. Kriegt er jetzt Unterstützung. Keine Tower für Snack Boys und viele Tower, alle T1 Tower für SD. Das sieht relativ schlecht hier aus. Und SD ist immer am Rotieren und macht immer weiter die Pressure. Was genau das Richtige ist, was SD tun sollte. Da im Ultra-Late-Game, ja, können sie natürlich, aber sie fallen halt dann doch irgendwann ab. So langsam, jetzt ist so langsam die Zeit, wo sie alle online sind. Das sollten sie nutzen, um die Wards zu stellen und mit den Wards die Tower zu pressure. Tinker 161, schon relativ oft gestorben. Die zwei letzten Kills waren wichtiger. Da waren die Anfangskills wichtiger, denn was waren das hier? 18 Minuten. 18 Minuten BOTs ist halt nicht so viel. 1200 Gold hatte mal mehr. Hat immer noch keinen Blinkdagger. Batfeld hat doch immer noch kein Force Death. Sind jetzt fast 10 Minuten um, seit er seinen Blinkdagger hat. Und kaum Item Progression hier für den Batrider auch. Sieht tatsächlich item-wise relativ bitter aus für Snackboys hier. Jetzt zu nichts kommen so wirklich. Lich hat jetzt. Okay, wird wohl auf Faceboots gehen oder wie auch immer ich das hier sehe. Daedalus wird es wohl nicht werden. Mjörn ja auch wollen. Ja. Scarlet Mage holt den Faces Void noch einmal. Konnte hier wegspringen. Aber wurde gechased. Vendetta Hits wohl, die nicht gebackt weg wurden. Und halt, Wards sind da, T2 Tower wurde gepusht. Und das kann Snackboys einfach nicht deffen. Oder den Tinker, der an jedem Tower steht. Brauchst du Sven mit den Wards. Das ist relativ easy deffbar. Hier ist schwierig für Snackboys irgendwie zurückzukommen. Prinzipiell muss, es ist halt wieder, es ist ein Tinker-Game. Tinker ist halt hauptsächlich dafür verantwortlich, für alles, was sie tun. Und ist quasi für den Rise or Fall of Snackboys verantwortlich. Tinker kann snowballen, kann viel tun. Das Problem ist, was haben sie, wenn der Tinker nicht so viel rein ist? Klar, sie haben ein Lich-Void-Kombo, aber das ist jetzt auch nicht die stärkste im Game. Undying beginnt runterzufallen, außerdem. Wo sind seine Items? Ja. Support Undying ohne Items. Level 8, ja. Tombstone. Ist halt die Frage. Whoops. Disconnect vom Undying hier. Wird schnell gepaust. Der Undying hat da nichts. Das Problem ist halt, ja, sie haben Tombstone Decay. Sodass er in einem Teamfight, der sich länger zieht, haben sie viel. Das Problem ist halt, SD ist so weit vorne, dass sie halt einfach alles bursten und lange Teamfights. Erstens werden nicht passieren. Und zweitens sollten. Also sieht eher negativ für Snackboys aus. Dementsprechend ist der Undying gerade so ein bisschen wertlos. Und ja, ihm fehlt halt der Damage. Wenn der Support Undying durch irgendwas Sinnvolleres hier getauscht werden würde, beispielsweise auch nur durch einen Lion oder so, der halt den nötigen Damage hast, dass du halt wenigstens mit der Krone Kills machen kannst, schnelle Kills, wäre das halt meiner Meinung nach besser. Aber sie haben halt, was sie haben. Damit müssen sie arbeiten. Und ja, ein Teamfight in der Krone unterm Tower wäre halt so das, was Snackboys anstreben müssen, sollten. Das ist halt auch das, was SD anstreben wird. Ist halt so. Also, sie werden halt Tower pushen jetzt. Ob das jetzt hier in Rushland wird, wahrscheinlich nicht, da der Damage so ein bisschen fehlt. Könnten es wahrscheinlich mit den Wards machen. Shadow Shaman ist auch relativ kurz vor dem Blinkdagger. Und der Scarlet Mage geht auf. Was kommt da geflogen?
Okay, ist ein Forstaff. Forstaff, Oils für den Nyx. Auch interessant, wird wahrscheinlich komplette Batrider-Konter-Bild gehen. Geh kein Degen auf den Nyx Assassin. Ja, bis auf den Batrider und auf den Tinker sind halt alle doch relativ tanky. Und zu viel Single-Target-Damage, das gebacktrackt werden kann, ist ja vielleicht auch nicht so das Wichtige. Von daher ist es Oils auf jeden Fall besser. Besonders in der Chrono können sie da halt den Void relativ schnell rausnehmen und halt auch andere Leute bewahren. Tinker rausnehmen, das Batrider lasse unterbrechen, den Void aus der Chrono für 3 Sekunden rausnehmen. Ist auf jeden Fall hier das bessere Item. Auch wenn natürlich ein Degen im Zweifel für noch mehr Snowball ja, sorgen könnte. Aber bin ich super zufrieden mit hier. Oils Zip, das ist eine gute Wahl. Ja, die Grafen gehen natürlich weiter in Favor of SD, ist sehr klar. Snakeboys muss hier einen guten Teamfight hinbekommen, um da zurückzukommen. Es scheint, als würde SD Roshan wollen, sind sich aber nicht so ganz sicher. Aber da kommt der Morphling an und das wird ein Roshan, okay. Ich glaube nicht, dass das contested werden kann. Außerdem haben sie natürlich auch keine Vision davon. Da wird es schwierig werden. Snakeboys Items. Ja, Tinker hat jetzt seinen Blink. Könnte ein bisschen spät werden. Aber immerhin kann er jetzt Pressure machen. Und nach oben auf den Top Tower ein bisschen das Anfang sicherer, das Ganze zu machen. Andererseits ist hier halt auch nicht wenige Blink-Daggers. Spätestens nach dem Roshan. Ja, knapp nach dem Roshan wird es auch ein Blink-Dagger für den Shadow Shaman werden. Einschätzung bisher ist, dass es die Nase hier vorne haben und wahrscheinlich das Game in 35 Minuten gewinnen könnten, wenn es so weiter läuft. Beziehungsweise tatsächlich, wenn sie jetzt einfach durch die Mitte snowballen und in Teamfight gehen, denen tatsächlich das Problem ist, Snakeboys muss den Teamfight jetzt machen. Also sie müssen deffen. Sie können noch die beiden T2 fallen lassen. Das Problem ist, wenn sie da nicht deffen, haben sie halt immer noch die Aegis. Die Aegis abwarten mit 6 Minuten Zeit ist eigentlich keine Option hier für Snakeboys. Also sie zu weit hinten sind und zu wenige Tower noch dafür haben, um halt 6 Minuten zu warten. Weil wenn sie die beiden Tower jetzt laufen lassen, klar, haben sie den Fight im Highground. Aber ja, es könnte sich vielleicht nicht unbedingt anders auswirken. Von daher, okay, Snakeboys wollen hier deffen. Richtige Entscheidung wahrscheinlich. Aber ja, mal schauen, wie es hier laufen wird. Sie hauen hier auf jeden Fall alles rein. Sehr schön jetzt, wenn jetzt... Ja, schönes... Nein, das Oil-Zepter war super gemacht hier. Das hat sich voll ausgeteilt, hat das Licht-Ulti dann unterbrochen. Das Lassi zieht jetzt zwar jemanden raus, aber natürlich hat er einen Force, davon wird er dann auch rausgenommen. Und sie holen hier den Faceless Void, der in der Mask of Madness runtergebürstet wird. Sehr übel hier. In der Mask of Madness den Burst-Damage von dem Adaptive Strike ist natürlich nicht so toll. Und 2-0 hier, obwohl die alles rausgenommen hat. Nyx ist zwar down gegangen, aber hat dann quasi mit dem Faceless Void getradet. Ich glaube nicht, dass sie hier pushen können. Ja doch, okay, sie holen den Tower noch gerade so, weil die Backup-Action down ist. Gehen zurück. Ja. Werden sich wohl erstmal recken, aber werden dann halt direkt Top-Tower gehen, den mit den Wards vielleicht down machen, je nachdem wie confident sie sich fühlen. Ja, es ist auch noch 600 Gold bis zu der Shotgun. Dem E-Blade. Ja, ist schwierig. Man hat jetzt hier gesehen, Snakeboys, selbst wenn es perfekt läuft, bringen sie halt ein, vielleicht... Ja, okay, zugegeben, es lief tatsächlich absolut schlecht für Snakeboys hier. Da der Nyx noch gerade so sein Oil-Scepter rausbekommen hatte und damit das Nyx-Ulti unterbrochen hat. Und damit quasi die komplette Combo aus dem Spiel genommen hat. Lief natürlich nicht so gut. So, SD versucht hier ein bisschen irgendwas zu catchen, finden aber nichts. Und sollten vielleicht hier auch Toplane pushen. Ich weiß nicht, was sie da unten Bottom machen. Marco versucht seinen Farm für das E-Blade zustande zu bekommen. Und der Rest ist, keine Ahnung, verteidigt ihn wahrscheinlich. Tinker beginnt jetzt so langsam scary zu werden. Könnte rein TP'en und bursten. Ja, aber der Rest natürlich muss farmen. Void braucht ein Damage-Item. Batrider hat seinen Force-Death
bald fertig. Dauert dann allerdings auch 800 Gold, das er nicht so einfach bekommen wird, besonders weil der Dschungel zum einen von SD übernommen wird, zum anderen natürlich auch von anderen Leuten gebraucht wird. Void farmt hier auch. Und ja. Okay, die Sentry Ward wurde hier gesehen, ich glaube, das hat er auch gemerkt. Was war das? Was ein Blink? Ups, das war nicht so gewollt. Zack. Und. Oh, 20 Leben. Schön gemacht hier, aber. Ah, oh, aber da ist noch gerade so das Mana-Burn da. Das macht aber vielleicht ein bisschen greedy, hier direkt runterzufahren. Wow, der feste Beute wurde gecatcht. Das war nix. Das war schlecht hier. In der Mask of Madness den Scareth Mage Soul, Mystic Flare abbekommen. Das lief übel. Und hier nichts, dir nichts, gibt Snackboys zwei Cores ab. Und der T2 Tower ist somit offen. Der Punkt ist aber, es ist keine Creepy, von daher versucht das SD jetzt tatsächlich in der Mitte. Ist die richtige Wahl. Buyback Counter ist Void. Hat Buyback. Batfighter kommt bald wieder. Von daher können sie eventuell ja. E-Blade ist außerdem da hier für den. Ja, cool. Jetzt, Bounce ist schön, aber es geht direkt auf die Creepy von schon wieder. Hat das Ulti vom Licht hier keine Plays gemacht. Nyx geht jetzt hier auf die Rockets down. Das war wohl nichts. Und wird direkt gebürstet vom E-Blade. Derweil kommt jetzt hier. Achso, sie haben den Razor gebürstet. Okay, ich dachte, sie haben Morphling gebürstet. Razor ist down. Das stimmt. Es steht 2-2 Tode. Und ja, Tinker ist halt immer noch da und kann für Coverfire jetzt. Der Tower ist ein bisschen down gegangen. Allerdings wissen sie halt nicht, die Wards sind halt auch schon down. Und SD muss sich hier zurückziehen. Trotzdem doch etwas schlechten. Nicht Ulti, was halt schlechtes RNG, schlechte Bounce ist. Kann natürlich halt nichts für. Hält hier Snackboys doch die Linie. Dagen auch für Tinker jetzt. Von daher wird es langsam auch gut. Was sich besonders im Licht des E-Blades setzen kann. Da der Morph doch relativ wenige Leben am Anfang hat. Und wenn er dann jemand anderen shotgunnt und Tinker springt rein und dagend im E-Blade, braucht er natürlich selber kein E-Blade. Das stimmt natürlich schon, dass es halt nicht das volle, die volle Damage zurückgegeben wird. Was ist das hier? 40. Ah ne, stimmt, ich dachte auf. Ups, Undying stirbt hier gegen die Combo. Ich hatte irgendwie erwartet, dass es E-Blade weniger Magic Damage Increase gibt bei man selber, aber das war tatsächlich Pugners Decrepify, was diesen Effekt nur hat. Also es ist nicht jedes außerhalb der Phase machen ist gleich. Also E-Blade und Decrepify ist jetzt nicht. Akku versucht hier seine Aegis loszuwerden. 5 Sekunden, 4 Sekunden. 3 Sekunden. 2 Sekunden, eine. Oh, Punktlandung. Ich will jetzt hier nicht sagen, schön gemacht, aber das war sekundenweise. Das Problem ist jetzt, es wird schwierig, den noch down zu bekommen. Der kann zwar hier in der Krone morphen. Kann es hier auch schnell rausgehen, muss ich allerdings doch sehr stark dran. Morpht hier um sein Leben prinzipiell. Das Lichtmotiv folgt ihm und es sollte gerade so passen, ja. Oh, es bounced, es bounced, es bounced. Und in einen Hit dodge sogar noch. Knappe Sache, Scareth Mage stirbt hier zwar leider beim Chasen. Trotzdem kriegt hier SD aber den Top Tower dafür. Von daher war es das jetzt erstmal wert. Und Snakeboy musste wirklich alles in den Pool werfen, um diesen Morphling zweimal zu töten. Was aber auch sehr, wenn es eine Sekunde früher, später gewesen wäre, wo sie ihn getötet hätten. Als die Snakeboys wahrscheinlich im Replay richtig doll in den Hintern beißen. Dass das so dermaßen lucky von dem Akku hier war. Mit 1000 Deny Range sollte wahrscheinlich nicht denied werden. Oder vielleicht vor dem nächsten Push. Und ja, SD wird sich hier erstmal zurücklehnen, wird erstmal gucken, okay. Nächster Push vorbereiten. Die Mitte wird es wahrscheinlich sein, andererseits könnten sie auf Roshan warten. Werden wir in einer Minute sehen, wie lange der braucht. Oh, Refresher auf Razor. Also auf jeden Fall, wenn sie auf das Aegis warten. Was wahrscheinlich die sichere Variante ist. Die Frage ist, ob sie denken, dass sie es sicher spielen müssen oder ob sie es auch so machen. Außerdem, wenn sie jetzt hier weiterhin so Kills bekommen, dann müssen sie sich nicht unbedingt sicher spielen. Batrider ist jetzt nicht unbedingt jemanden, auf deren Tod man komplett pushen kann. Außerdem macht der Tinker einen guten Job, die Lanes gepusht zu halten. Sind halt hier jeweils doch ist relativ weit draußen, die Lanes. Jo.
läuft auf jeden Fall natürlich gut für SD, aber Snake Boys halten sich gut im Spiel drin. Muss man auf jeden Fall sagen. Ich war absolut nicht überzeugt von dem Wettrider im Dschungel. Aber, jo. Die Lassos sind eigentlich okay, von daher. War nur ein bisschen der Dschungel verkackt. Moment kurz. Jo, okay, SD pusht. Shotgun direkt hinten rein. Gamer Chrono sitzt schön und instant der Morphling gemacht ist. Und das Licht-Ulti bounced perfekt hier. Zwei Blink, aber das folgt natürlich nicht das Jointing. Schönes Lasso hier. Die Frage ist, kriegen sie den Damage noch gemacht? Nein, ist kein Damage. Das war nichts. Scatfish geht hier doch ein bisschen overconfident rein. Doppel-Ulti. Die Frage ist, ob sie ihn tot bekommen. Tatsächlich nicht. Und jetzt wird wieder reingegangen. Allerdings sollte SD da unbedingt aufpassen, dass er da nicht hier mit dem Mecker können das machen. Allerdings, Burst Damage ist vorhanden. Living on the edge hier. Britzel, 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 Britzel! Tot. Ja. Weiß nicht, was sie da dachten, was sie da tun können. Außer ihr komplettes Team abgeben. Team Wipe im Gegensatz zu Snake Boys an einem Tower. Kein Tower Damage gemacht. Refresher benutzt. Schöne Bounces, aber ja, Over-Extension von SD. Less feed, please. Geralt, was sagst du dazu? Tja, SD, safest Ding, ne? Safest Ding, auf jeden Fall safest Ding war das gerade. Nochmal mit 100 Leben rein, der Wieso. Ja, erstmal Refresher. Er hat ja auch keine Cooldowns. Hier oben kriegen sie wohl einen Tinker. Easy Kill. Da hat der Tinker nicht aufgepasst. Ja, auf beiden Seiten sind so ein bisschen die Feeds da. Mal gucken. Versucht das? Ja, versucht's. Ja, Mask of Madness. Ja, das war nichts. Und Blink raus, ja. Schön gemacht hier von diesem Nexus Assistentin. Ein weiß besser ist. Ja, wo ich gerade sage, schön gemacht. Ja, nochmal für mein Team. Jetzt, wo es gerade safe war, jetzt, wo mein Team kommt. Ein bisschen zu früh gewesen. Ups, den hätte man töten können. Mit diesem E-Blade, was fertig war. Aber gut, das weiß der Morphling natürlich am besten, ob man den ist. Aber ja, natürlich. Er hat das Mecha gezogen, damit hat er nicht gereicht. Und innerhalb von 2 Sekunden zu merken, dass er den Mecha gezündet hat und dass es vielleicht noch ein E-Blade braucht, vielleicht auch da zu viel verlangt wurde. Tinker Buyback im Engen Forst. Die Mitte wird jetzt. Die Frage, ob genug Marches da sein können, um verfolgt zu hitten, aber ist die Pressure das Ganze nicht. Ich wissen nicht ganz, wie down der Tower schon ist, ob sie hinnehmen können. Aber muss auch nicht unbedingt jetzt so unsafe gespielt werden. Mit einem Bad Rider ist es nie so richtig safe. Und SD wollen die Botlane pushen. Die OTs sind nicht für den Nyxus Assassin da, von daher dauert das noch ein bisschen, bis der da ist. Und SD will doch nicht die Botlane pushen. Roshan ist wieder da. Sollten sie demnächst mal angehen. Jetzt mit der DD-Runde, okay, können sie das auch zu zweit machen. Ja, ziemlich gut zu zweit. Nächste Seite für Morphling sollte dann auf jeden Fall Degen sein. Ja, wahrscheinlich Lifeskali oder sowas. Oder ne, achso. Nevermind, hier ist ja schon sehr schön da. Dann wird erstmal das Manta-Style fertig gemacht. Und dann schauen wir mal, was danach kommt. Nyx wartet hier so, baitet hier so ein bisschen, wartet darauf, dass der Tinker hochkommt. Ich habe auch das Gefühl. Okay, jetzt mit dem Aether-Shock wird er wahrscheinlich wiederkommen. Ups, aber da haben wir einen anderen gefunden. Jetzt wird er kommen. Und da hat er vielleicht doch sich entschieden. Oh. Tinker will da doch nicht rein. Schön gebaitet hier. Und das ist auch relativ schön vom Tinker gemacht, dass er dann doch abgebrochen hatte. Das TP am Anfang war schön, aber dann, sobald der Nyx reingeblinkt ist, dann sehr schnell abgebrochen. Das hat sich innerhalb einer Sekunde komplett getürmt. 2 Wards von verschiedenen Personen. Leider safe, bin sorry. Und ja, wieder kein Push von SD. 38 Minuten. Ich dachte eigentlich, dass es vor 4 Minuten zu Ende gehen würde. Allerdings mit dem
Feed auf der Botlane haben sich Snakeboys noch weitere 5 Minuten erkauft. TD Knight, schöne Entscheidungsfindung hier, weil ja, der Push wäre gekommen und jetzt wäre der Tag so gegangen. 1000 Gold Knight, der Doomstone ist ein bisschen früh vielleicht, aber so, mal gucken, wie es das hier angehen wird oder ob hier jemand rausgezogen wird. Die 7 Optionen. Oder ob sie vielleicht einfach nur Split pushen. Nyx Assassin ist natürlich der klassische Split Pusher. Hätte es gedacht. Und ja, Doppel-Ulti ist verfügbar. Mal gucken, ob es direkt angewendet wird. Bounces sind nicht so ganz. Boah, was ist das für ein RNG? SD hat hier den RNG auf ihrer Seite. Morphling wird gewürstet, hat natürlich AGs und jetzt hat es das Doppel-Ulti von Razer an. Sollte relativ schnell für 2 Lane of Rexes und wahrscheinlich das Spiel sorgen. Da hier Snakeboys absolut nichts gegen haben, außerdem ist schon alle tot. GG von Busted Rhymes. Das gegen jeden SD. Hätten sie wahrscheinlich, so wie es gelaufen ist, vielleicht schon 10 Minuten vorher machen können, aber ein bisschen gefeedet. Das hat ein bisschen länger gedauert. Snakeboys haben sich schön gehalten, aber am Ende war es doch ein bisschen absehbar, dass SD das Ding hier relativ einfach holt. Irgendwas Besonderes hier noch da? Ja, Undying war ein bisschen useless. Batrider hat es tatsächlich am Anfang. Ja, es hätte wesentlich besser laufen können für Snakeboys. Aber es lief halt so, wie es lief. Gut, Spiel 2 wird dann. Vielleicht, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob es jetzt noch kommen wird. Pause. Ja gut, viele Zuschauer, liebe Zuschauer, ich muss halt jetzt weg. Die 35 Minuten Wartezeit des letzten Spieles hat das halt genau jetzt dafür gesorgt, dass es jetzt nicht mehr reicht. Von daher verabschiede ich mich und den Rest seht ihr dann auf YouTube heute Abend oder so. Bis dann, ciao. Ich, Felix und. Ich schenke ganz jetzt sogar mehr drin ist. Eingeloggt. Ich weiß, den Chat hat eigentlich nicht an, weil. Chat. Herzlich willkommen zu diesem